Lokalpokal ist alles möglich und es ist Finaltag. Da müssen Kaders mit Streiter auf alles gefasst sein. Ich traue ihm wirklich alles zu. Ich traue ihm was in edel türkischen Laden zu, also tatsächlich mit türkischen Speisen. Ich erwarte keinen Imbiss, ich erwarte kein türkisches Restaurant, ich erwarte kein Fine Dining. Ich weiß gar nicht, was ich erwarte. Es kann alles Mögliche sein. Ich bin komplett im Überraschungsmodus. In der Fußballmetropole Gelsenkirchen hat Kader heute Heimspiel und will die vier Sportsfreunde vom Platz fegen. So, essen, trinken, feiern und der Sieg ist meiner. Der Gastgeber präsentiert 75 Sitzplätze auf einem rustikalen Spielfeld. Das könnte auf Abwehr stoßen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Erwartungshaltung war gar nicht so konkret. Sie war aber definitiv nicht urdeutsch Fachwerk. Ich bin echt platt. Man hat nicht gewusst, was auf einen zukommt. Ne? Kader, Dorfkrug, gutbürgerliche Küche, Holz, rustikal, Fachwerk, stimmt schon. Kann man schon mal kurz mal so schmunzeln. Die Einrichtung ist natürlich absolut sensationell. Das ganze Holz hier, die Wärme. Ich habe hier den Tisch, ich weiß nicht, ob man den wahrgenommen hat. Ja. Ein alter Mühlstein. Sensationell. Da ist ein altes Wasserrad an der Decke. Traumhaft schön. Ja, sehr, sehr schön. Alle stehen auf Kaders Einrichtung. Aber stehen sie auch auf den FC Schalke? Hallo. Hallo, Kader. Alles gut? Ja. Ich habe euch erstmal was mitgebracht. Wir sind hier mitten in Gelsenkirchen-Gur, direkt an der Arena. Da darf das einfach nicht fehlen. Schalke-Fähnchen. Nee. Ton aus und ab dafür. Wie sieht's aus? Habt ihr Hunger? Oh ja. Ja, dann habe ich mal die Speisekarte für euch. Sag mir, was du willst. Sag mir, aus 8 Vorspeisen, 25 Hauptgerichten und 5 Desserts wählt jeder sein Dreigangmenü. Heute gibt es gutbürgerliche Kost mit internationalem Touch, so wie gestern in Franks Vereinslokal. Hi. Hi. Ich bin der Frank. Uwe. Du machst jetzt hier die Vorspeise? Genau. Heute gibt es Rösti, hausgemacht mit hausgebeizten Lachs. Chefkoch Uwe steht auf Frische und macht zu 90% alles selbst. Nimmst du immer die weißen Zwiebeln? Ich nehme immer die weißen Zwiebeln. Ja, die roten, die verbrennen so schnell. Ja, außerdem färben die ab. Rote Zwiebeln färben tatsächlich ab in Marinaden mit weißen Essigen und Säure. Ne? Aber im Rösti würde ich sagen, würde es gehen. Aber komplett okay. Ja? So, das ist Paprika und Petersil fein gehackt. Kommt da mit rein, damit der Rösti oder was drunter her eine schöne Farbe hat. Das ist ein Paprika-Rösti also quasi. Hm? Hört man nicht so oft, aber grundsätzlich kann man machen. So, jetzt kommt noch ein bisschen Lauchzwiebeln dabei. Bereitet ihr im à la carte Geschäft die Sache vor oder macht ihr die just in time? Nee, Robert, also die werden oder was à la minute gemacht. Ja, ambitioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich für meinen Teil, ich hätte vorbereitet, aber er schafft's und da Hut ab. Die Masse haben wir soweit fertig, jetzt kommt noch Ei. Dann halt meine Gewürzmischung, besteht aus Paprika, Salz, Pfeffer, Muskat. Ein bisschen Zucker nehme ich fast für alles. Das ist aber schade. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ich finde, eine Gewürzmischung für alles, das heißt ja dann pauschal mal, das schmeckt alles gleich. Nee, finde ich ein bisschen schade, aber. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr mit da rein, damit es doch ein bisschen besser bindet und nicht zu weich wird. Auch nicht mal Mehl bräuchte ich, weil mir das ja das Ei auffängt. Ne? Kleine Pfanne, Ei, das wird dann wie ein ausgebackenes Tortilla. Hier kommt zusätzlich Mehl rein, es gibt auch noch mal ein bisschen Bindung, kriegt noch mal eine andere Struktur. Ich nenne das jetzt mal Kartoffeltaler, ganz frech. Ich finde das schön und ich finde das super für den Laden, dass solche Eigenkompositionen hier an den Tisch kommen. 2000 Meter vom Schalker Spielfeldrand entfernt laufen im urigen Dorfkrug die Vorspeisen für die Mitstreiter auf. Ex-Vegetarier Dino startet mit dem Flammkuchen 4 Käse. Ex-Trainer Frank probiert die deftige Gulaschsuppe. Schalke-Fan Lars testet den gebratenen Spargel. Und Sportsbar-Chef Frank hat den Röstitaler mit Lachs.
Ist deine Vorspeise eine Steilvorlage oder eher ein Fehlpass, Lars? Ja, ich habe hier heute Spargel gebraten mit Zucchini, Tomate, Paprika und Drilling. Der Spargel hat noch einen ganz leichten Biss, teilweise richtig schön braun, wie man hier sehen kann, also richtig schöne Röstaromen, aber weit weg von verbrannt oder sowas. Der Spargel war gut. Sah auch gut aus. Ja, die Kräuterdrillinge auch sehr schön gebraten, auch von allen Seiten wirklich schön kross eigentlich. Es war einfach eine leckere Kartoffel, ne? Mm. Und eine leckere Kartoffel, die braucht gar nicht viel. Die Tomate dazu macht das Ganze ein bisschen fruchtig, auch sehr angenehm, genauso wie die Paprika, die dann ganz klein mit eingearbeitet ist. Auch diese leicht Süße dabei, wunderbar. Ja, hört sich gut an, oder? Also mit einem leichten Biss, das heißt also auch vom Garpunkt, Geschmack. Ich würde sagen, guter Start, oder? Ich habe heute die selbstgemachte deftige Gulaschsuppe mit weißem Baguettebrot gewählt. Die Suppe kam sehr, sehr heiß an den Tisch. Bei den ersten Löffeln musste ich also wirklich aufpassen. Ich habe mir mit dem ersten Löffel fast die Schnute verbrannt, weil da war ich überhaupt nicht drauf geeicht auf die Nummer. Die ist sehr reichhaltig mit Fleisch bestückt, was ganz zart ist. Faserig finde ich jetzt hier gar nichts drin. Ist also wirklich, die Stücke sind noch in sich zusammen. Na schau, das hatten wir ja die Woche. Das hat jetzt auf jeden Fall hier gut funktioniert. Es ist nicht zu lange gegart. Man erkennt einfach auch noch die Gulasch-Suppen, Fleischwürfel, wie soll ich es jetzt sagen? In Würfel geschnittenes Rindfleisch. So, gut gegart, fein. Eine in sich absolut stimmige Gulaschsuppe. Wahnsinnig gut gewürzt. Eine leichte Schärfe. Also eine perfekte Gulaschsuppe. So kann man es auf den Punkt bringen, ne? Für einen Frank. Und wie schmeckt's Frank Nummer 2? Ja, mein Röstitaler mit gebeiztem Lachs und gemischtem Salat ist qualitativ wirklich sehr hochwertig, sehr lecker, sehr gute Qualität. Also vom Geschmack her schmeckt man wirklich hauptsächlich die Kartoffel raus. Und das muss auch so sein bei einem Rösti. Der Rösti war nicht ganz so knusprig hart, wie ich ihn kenne. Der war eher so ein bisschen weich, wie so ein Ei-Omelett. So hat mich das eher daran erinnert. Oder Tortillas. Also der gebeizte Lachs ist wirklich sehr lecker, sehr gute Qualität. Sehr gut, sieht auch wirklich, wirklich richtig gut aus. Man sieht, dass er nicht ausgetrocknet ist, er ist schön dünn geschnitten. Betriebsleiter Kader geht zum Angriff über und wagt sich in den Gastraum. So, jetzt darf ich mir euer Feedback abholen. Ja. Aber gerne. Flammkuchen, viel Käse, geschmacklich fand ich ihn gut. Käsesorten Gorgonzola und der Weißkäse dominierten etwas. Die anderen kamen nicht richtig durch, aber lecker. Das finde ich aber fein. Ne? Er fährt jetzt keine Retourkutsche. Ne? Da war ja was mit seinem Ziegenkäse. Da gab es den Tipp, den doch etwas zu reduzieren und besser aufzuteilen, dass der nicht so im Vordergrund steht. Das könnte man ja vielleicht im Hinterkopf dann so, könnte man denken, na, kriege ich jetzt noch eine hinten rum? Nix, bleibt da fair. Cool. An sich schön und knusprig. Nur manche Stücke waren dann eben von vornherein so, dass, denke ich mal, wenn man halt hier guckt, ist es noch recht hell, vielleicht einen Ticken länger. Wäre meins. Tut dem Geschmack keinen Abbruch, also es war lecker. Von der Optik ist es halt auch jetzt vor allem dann mit diesem Teller halt eine Pizza. Ich, so als kleine Empfehlung meinerseits, fände das dann auch zum Ambiente passen. Schönes Holzbrett, Flammkuchen, vielleicht einen ovalen, kann man auch rund natürlich lassen. Das wäre dann vom Ambiente, vom Rustikalen her ein bisschen noch stimmiger. Das dann aber auf einem Teller, wo Pizza draufsteht, ist dann einfach irgendwie so in der Kombination, ja, eine Vier-Käse-Pizza. Im Dorfkrug ist das Aufwärmtraining vorbei. Mit den Hauptgerichten beginnt die heiße Phase. Hallo, mein Lieber. Hi. So, Hauptgang. Was machst du Feines? Grüß dich. Grüß dich. Australische Drumstick mit Hummerkrabben, ne, und ein paar Komponenten wie Knoblauch. Getrocknete Tomaten, frische Tomaten, Paprika. Ein bisschen Surf and Turf. Ja,
Klingt geil. Das ist ein Berliner Jung, wa? Potsdam. Ja, das hört man. Uwe macht einen super Eindruck auf mich. Richtig sympathischer Jung, Berliner Umland. Der ist einfach, wie er ist. Dem ist die Schnauze so gewachsen und die soll er auch bitte nicht ändern. So. Das ist eigentlich was schön marmoriert. Noch eine kleine Fettschicht drauf. Ja. Schön Rumsteak, australisch habe ich ja gelesen und hast auch gerade noch mal gesagt. Ja, aus dem Rücken natürlich. Klar. Warum Australien? Ist jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, hier, wir machen regionale Küche. Ja, weil ich habe, oder wir haben, beziehungsweise viele Rumsteaks ausprobiert. Ja, und wir sind dabei geblieben, weil mir persönlich das am besten geschmeckt hat. Ist saftig. Den Leuten hat super gefallen. Ich glaube, wir kriegen das auch hin. Wir haben mittlerweile eine unglaublich gute Fleischqualität in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa, egal wo. Ich kriege was aus meiner Region. Aber das ist einfach, er geht auf Nummer sicher, er kennt es und darum geht's. Dann schneide ich hier um oder was mal noch ein bisschen ein. Warum schneidest du es ein? Ja, damit die Fettschicht ein bisschen auseinander geht. Ja. Ja. Damit sich nicht ganz so zusammenzieht, ne? Ja. Ja. Dann wird das Ganze was gewürzt. Womit würzt du? Das ist meine Hausmischung. Die besteht aus Salz, Pfeffer, Paprika, Muskat. Und viele würzen oder was erst nachher. Ich würze direkt oder was beim Braten. Ja. So eine Gewürzmischung ist wunderbar. Hat er selbst gemacht, wie in jeder anderen Küche auch. Also die ist richtig gut, denke ich mal. Dann haben wir hier die Hummerkrabben. Ja. Das sind Süßwassergarnelen. Ist jetzt eine TK-Ware, ja, aber qualitativ oder was sehr gut. Gut, haben wir TK, sind die denn schon quasi, ich sag mal, verzehrfertig, also entdarmt und... Nein, dann wären die hier oben eingeschnitten gewesen, dass man sie bloß noch oder aus abpellen kann. Mhm, aber ja, du siehst, oder was, hier ist alles noch zu, das heißt, oder was, der Darm sitzt noch drinne. Teilweise kann auch sein, oder was, dass schon ein Teil weg ist, aber gucken wir gleich. Ja, und dann schneiden wir sie kurz ein und dann... Entdarmen wir sie. Also alles richtig erklärt, ne? So, ja, alter Hautdegen, Darm sollte raus, ne? Wir sind ja keine Chinesen. Da ist das ganz oft so, dass die das alles drin lassen. Aber ich mag das auch gerne entdarmt haben. So, dann legen wir das schon mal rein. So, jetzt haben wir das reingelegt oder was? Jetzt wird das erstmal scharf angebraten. Dann circa oder was, 2-3 Minuten pro Seite. Mhm. Ja. Also oben, unten oder wirklich von allen Seiten? Von allen Seiten, Seiten, ne? Okay. Aber ich werde das nur scharf anbraten. Dann geht das unter einen Salamander, dass es langsam zieht. Und wie lang ist es dann da drunter? Bauchgefühl. Ein guter Koch hat es hier, hat es hier, hat es hier und absolut im Gefühl. Und optisch so? Sieht gut aus. Ja. Schön. Wunderbärchen. Wunderbärchen? Naja, dann ist ja alles Klärchen für den nächsten Gang im Kampf um den Wochensieg. Hier sind die Hauptgerichte. Dino hat Lust auf Heimat und testet den Sauerbraten rheinische Art. Frank isst zwar keine Zwiebeln, aber eine Schweinshaxe cross mit Kraut darf's sein. Lars probiert als Hauptgericht das Rumpsteak mit Hummerkrabben. Und Frank aus Düsseldorf hat das Schnitzel Zigeunerart bestellt. Hast du bei der Wahl Schwein gehabt, Frank? Ich habe hier die große Haxe mit dem selbstgemachten Kartoffelpüree und dem hausgemachten Sauerkraut. Von A bis Z eine ganz fantastische Komposition. Die Haxe, man hört es immer noch. Ja, absolut kross, das Fleisch zart rosa, saftig, also auch da alles bestens. So sah meine auch aus, ne? Ich glaube, die ist noch größer wie meine. Oh. Das Kartoffelpüree hat eine leicht gelbliche Note. Und in dem Moment, wo man es probiert, weiß man, gute Butter. Ich stehe auf Butter, ja, weil man Butter schmeckt. Absoluter Knallergeschmack, leicht muskatig, ganz fantastisch. Ich habe nur die Haxe genommen, um an das Pü zu kommen. Ja? Kein Scherz, ich wollte das Pü. Sauerkraut, wie man sehen kann, mit Schröven versetzt. Schröven für Nischruhrpötter, Speck.
angebratenen Speck. Danke. Bitte. Schröven. Ach, ist das witzig. Wusste ich nicht. Absolut schmackhaft. Sehr gut gewürzt. Einfach lecker. Ich habe heute Abend wirklich zum zweiten Mal weniger wie nichts auszusetzen. Ganz fantastisch. Habe ich genauso empfunden. Aber bei mir war die Soße noch extra. Frank vom Rhein hat auch Schwein. Schmeckt's? Ja, ich habe ein Schnitzel Zigeunerart heute bestellt. Grundsätzlich ist es ja eigentlich, ich weiß nicht, ob man klassisch sagen kann, das gehört da rein. Wichtig ist Zwiebeln, wichtig ist Paprika. Das Schnitzel ist sehr gut zubereitet. Es ist dünn geklopft. Der Koch hat wahrscheinlich bei der Panade die Panade sehr gut hingekriegt. Die ist wellig. Die Panade war wirklich perfekt, weil sie war ein bisschen wellig. Und das zeigt mir, der hat die Pfanne geschwenkt. Und das zeigt mir, das ist ein guter Koch. Es ist nicht verwürzt. Es ist vielleicht leicht gesalzen, aber so soll es auch sein. Also für mich das perfekte Schnitzel. Das war genau so, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich mir die Soße angucke, hier haben wir klassisch Paprika in allen drei Farben, Zwiebel. Und ich nehme an, der hat die in Öl eingelegt einige Zeit und mariniert, gewürzt und dann in der Soße verarbeitet. Die Soße war ein bisschen süß-sauer, genauso wie sie sein soll, genau richtig. Insgesamt für 15,90 Euro ein absolutes gelungenes Produkt, absolut zu empfehlen. Rechnet Kader mit Fankrawallen? So, dann hole ich mir mal mein Feedback ab. Oh, ich weiß natürlich, dass das Pfeffer ist, ne? Jetzt ist die Frage, ob ihr noch Pfeffer braucht oder ob ich jetzt gleich Pfeffer kriege. Darf ich anfangen? Ja, klar, Lars. Komm. Volle Deckung, der Mann ist kritisch. Fangen wir bei den Bratkartoffeln an. Für mich sind Bratkartoffeln ja Königsklasse, weißt du. Es gab zwei Dinge, die ich ein bisschen schade fand. Zum einen siehst du, es recht viel Fett noch drin. Ich habe gesagt, bei der Portionsgröße ist es das nicht ganz so wild für mich, weil die würde ich sowieso nicht aufkriegen. Okay. Aber die Kartoffeln waren tatsächlich zu kurz. Zu kurz? In der Pfanne. Ach so, okay. Also die haben wirklich noch ein bisschen gebraucht. Ja, also ich habe gesagt, sie schmecken wie Salzkartoffeln, gut gewürzt. Was man dafür braucht? Zeit und nicht zu hohe Hitze. Weißt du, ruhig ein bisschen reduzierte Hitze, aber konstant und dann immer wieder schwenken. Dann kriegt man es perfekt hin. Ne? Dann Speck zu, Zwiebeln zu, Handvoll Petersilie. Die Gambas hätte ich mir ein bisschen glasiger gewünscht. Ich weiß aber auch, da sprechen wir über Sekunden. Ne? Da 20 Sekunden zu lang und sie sind nicht mehr glasig. Das stimmt, aber kann man schon hinkriegen. Das ist eine Sekundennummer. Die sind ein paar Sekunden zu lange in der Pfanne und dann sind sie halt nicht mehr glasig. Auch da, ich bin großzügig. Ich bin da nicht penibel. Fleisch. Ja. Sensationell. Sehr, sehr lecker. Und weil es so gut war, hat es mich auch nicht gestört, dass der Fettrand nicht dran war, der in der Karte steht. Mhm. Super, super Fleisch. Das Steak war mit Pfeffer und Salz gewürzt und mehr braucht ein gutes Steak auch nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Bratkartoffeln, wie gesagt, vom Anblick her gebe ich dir recht. Jetzt, wenn ich ein zweites Mal drauf kriege, wahrscheinlich hätten sie noch ein paar Minuten gebraucht. Gar keine Frage. Fleisch, dass das so gut schmeckt, tut mir leid. Das kriegen wir einfach immer so hin. Ja, anders schafft das nicht, ja? Danke, danke trotzdem für die Kritik. Dann möchte ich weitermachen. Ja, rheinischer Junge, Sauerbraten, ich bin sehr gespannt. Hoffentlich ist nur der Braten sauer. Ich möchte, bevor ich zum Sauerbraten selber komme, zu den Klößen kommen. Die sind, du kannst auch gerne ein Stück selber abschneiden, versuchen abzuschneiden. Das habe ich hier wirklich mit Mühe. Die sind wie Gummi. Ja, sehe ich schon. Also die, woran auch immer es liegt, und geschmacklich fand ich sie auch sehr fad, also nicht richtig kartoffelig. Die fand ich wirklich nicht überzeugend, leider. Dieser Kloß ist einfach ausgetrocknet, ne? Der hat mal ganz kurz die Wüste Gobi gesehen. Der Sauerbraten. Es ist eine reinste Katastrophe. Oh. Eine reinste Katastrophe,
für den Sauerbraten meiner Mutter. Angetäuscht und zack, in Lob verwandelt. Ach, toll. Das gibt kein höheres und besseres und stärkeres Lob, als wenn jemand seine Mutter mit ins Spiel holt. Stark. Der hat mich 32 Jahre zurückversetzt, oh, in meine Kindheit. So erste Geschmackserinnerung. Vollkommen rund. Genau so muss ein Sauerbraten sein. Oh, das freut mich der sehr. Der ist wirklich... Krieg ich Gänsehaut, ne? Der ist zart, der ist perfekt gewürzt. Ich hätte selbst bei durchschnittlichen, unauffälligen Kartoffelklößen dem Gericht die volle Punktzahl gegeben. Alleine für die Reise in die Kindheit des Sauerbratens. Die haben dem Ganzen leider einen ganz kleinen Abbruch getan. Recht herzlichen Dank fürs Feedback. Dann brauchen wir das ja nicht mehr. Nein. Bis später. Der letzte Angriff in diesem Wettkampf wird süß. Uwe, hallo. Ja, hi. Guck mal, ich hab gedacht, ich komm mal zu dir, weil du machst gerade unsere Henkersmahlzeit quasi, ne? Unsere Woche ist jetzt gleich hier beendet und du machst unseren letzten Gang. Nee, ich mach euch einen Kaiserschmarrn. Oh, okay. So, wohl merkt ihr was, den Kaiserschmarrn ohne Rosinen? Weil wir hatten vier Diskussionen immer, mag nicht, hat gesagt, Feierabend, wir machen jetzt einen Kaiserschmarrn mit Apfel. Einen Kaiserschmarrn kann man durchaus auch mit Äpfel machen statt Rosinen. Passt. Dafür schneidet Uwe den Apfel in rosinengroße Würfel. So, dann nehmen wir drei Eier, die trennen wir. Das heißt, du nimmst nur Eiweiß, nur Eigelb oder? Ich nehme beides, aber bei jeweils sie trennt. Ah, okay, gut. Ja, so. Muss das sein? Ja, wichtig, Eier trennen, ne? Weil Ei, klar, schlägt sich schlecht auf mit Eigelb. Kommt der Zucker mit rein? Gut verrühren, damit er sich auflöst. So, kommt die Milch. Ein kleiner Schuss reicht. So, ich habe jetzt Mehl mit dem Zucker und den Eiern verrührt und der Milch. So, schön glatt rühren, damit wir auch keine Mehlklümpchen drin haben. Die Äpfel haben wir jetzt drin im Teich. Jetzt kommt noch der Eischnee dabei. Ja. Dann schön unterheben. Ja. Dadurch, durch den Eischnee oder was, wird der ja richtig schön fluffig. Oh ja, oder? Aber ich würde den Apfelkaiserschmarrn nennen. Darf ich das? Darf man das? Ja, darf man. So, jetzt gehen wir mal unter den Salamander. Achso, du wendest ihn nicht mehr in der Pfanne? Doch, mache ich gleich. Oder was, aber da der oben oder was so fluffig ist durch den Eischnee, ja, Geht gerne noch mal unter den Salamander, dass er schon mal ein bisschen Hitze von oben kriegt, damit ich den dann gleich besser wenden kann. Ja, mit dem Salamander ist natürlich in der Profiküche kein Problem. Was mache ich aber zu Hause? Da habe ich ja im Regelfall keinen. Zu Hause hast du deinen Backofen. Und der hat genug Hitze? Der hat den auch. Okay. Ja, der gleiche, was ich unter den Salamander mache, kannst du zu Hause auch im Backofen machen. So, jetzt hat er schon ein bisschen Farbe. Ja, und jetzt können wir noch wenden. Flamme wieder an. Ups. So. Farbe schon mal. Schöne Farbe. Super. So, okay. Apfelschmarrn ist fertig. Apfelschmarrn nennt er ihn. Das finde ich gut. Apfelschmarrn finde ich gut. Ja, optisch sieht er gut aus. Auf jeden Fall. Ja, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Apfelkompott. Wunderschön. Ich glaube, da wird sich gleich einer am Tisch freuen. Ja, dann guten Appetit. Danke. NRW Sportlokal Pokalfinale in Gelsenkirchen. Kader will gewinnen und schickt die Desserts aufs Feld. Die Rheinländer Frank und Dino testen den Kaiserschmarrn mit Apfel und Apfelmus. Frank aus Duisburg probiert den warmen Apfelstrudel. Und Lars hat ein großes Herz und das Schokotörtchen mit flüssigem Herz. Ist das ein Nachtisch zum Verlieben oder eher ein Trennungsgrund, Lars? Also mein Schokoküchlein ist richtig schön fluffig, aber trotzdem kompakt. Er ist saftig, aber nicht matschig. Also ich finde ihn wirklich
sehr, 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 sehr gut. Schoko mit Schoko und Schoko mit Schoko gefüllt. Ja, ja. Boah, aber lecker. Bei der Vanillesoße gehe ich davon aus, dass sie selber gemacht ist. Schmeckt sehr, sehr gut. Man sieht auch hier die frische Vanille drin. Die hast du kaum geschmeckt. Nicht, weil die Vanillesoße so schwach war, sondern der Schokokuchen so auf die Fresse. Hast du auch einen Volltreffer, Frank? Der Apfelstrudel, auch wenn er nicht selbstgemacht ist, ist überraschend gut, muss ich sagen. Wieso überraschend gut? Du hast doch beide anderen Gerichten super gefunden. Für ein zugekauftes TK-Produkt absolut in Ordnung, hat er eine gute Wahl getroffen. Im Übrigen ist der Apfelstrudel warm, was dem intensiven Apfelgeschmack natürlich zuträglich ist. Na komm, ein bisschen mehr gebacken gehört da schon, oder? Wenn ich das jetzt im Vergleich zu deinem Brownie sehe, du bist ein Euro teurer, ich habe die doppelte Menge. Ich würde jederzeit beim Apfelstrudel bleiben. Wie urteilen die Rheinländer? Also Dino und ich, wir haben ja beide den Kaiserschmarrn mit Apfel und Apfelkompott gewählt, dekoriert mit Orange. Ja, man sieht sofort und man riecht sofort und schmeckt sofort, dass er selbstgemacht ist. Die Apfelstücke sind in dem Kaiserschmarrn mit eingearbeitet. Apfelkompott als Deko und als Komposition mit auf dem Teller. Das Apfelmus war wirklich sehr lecker, weil es schmeckte nur nach Apfel, wie es sein soll. Ich denke, es war etwas gesüßt. Das braucht man auch, um diese Festigkeit hinzukriegen. Beim Kaiserschmarrn selber, man sieht einfach, der ist sehr unförmig. Genauso wie man den, wenn er selbst gemacht ist, auch haben muss. Denn also vollkommen unterschiedlich große und dicke Stücke, dadurch auch ein bisschen den Gargrad unterschiedlich. Also die dickeren Stücke sind dann doch noch ein bisschen teigig, ja, aber durch. Die etwas dünneren Stücke sind dann nicht kross, aber die sind richtig durchgebacken. Und das finde ich wunderbar. So ist es beim Kaiserschmarrn aber auch gewünscht. Also das ist genau das Richtige. War einfach wirklich rund, war süß, aber nicht versüßt. Hatte ein, jetzt ist einfach ein toller Kaiserschmarrn. Zur langen Rechnung gibt es kurze. Schnaps ist gut, ne? Also ich habe das Gefühl, dass der Kader hier zum Wochenschluss so richtig ein oben drauf gelegt hat. Was will er denn für seine Leistung haben? Wir haben ja ein Endergebnis von 195,70 €. Ja? Sind also ganz knapp an der 200-Euro-Hürde gescheitert. Hätte einer von euch noch ein bisschen mehr gegessen, wären wir über die 200 gekommen. Das ist in dieser Woche die höchste Summe, die aber aus meiner Sicht völlig in Ordnung ist. Ich denke, wir rocken das Ding. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich recht gut vorne liege. Der Dorfkrug kann pro Kopf bis zu 10 Punkte kassieren. Wie bewertet ihr die heutige Gesamtleistung? Ich gebe Kader und seinem Dorfkrug heute 10 Punkte. Wunderbare 8 Punkte. 10 Punkte. Eine glatte 10 mit einem Bonuspunkt on top. Hier also der aktuelle Spielstand. Kader sahnt 38 von 40 Punkten ab und liegt damit deutlich in Führung. Jetzt die Wertung von Profi Mike. Wir suchen die beste Sportgaststätte in NRW und Dinos Sportscafé in Langenfeld machte den Anfang. So, lieber Dino, jetzt die Punkte von mir. Grundsätzlich muss man sagen, ist richtig gut gelaufen. Du bist ein sympathischer Kerl in der Woche. Ab und zu habe ich gedacht, oh, der Herr Oberlehrer kommt ums Eck, ne? Aber trotzdem wirklich gut. Mike, liebe Grüße in die Küche. Du hast zum Teil was umgesetzt mit dem Bergkäse und so, aber da geht noch mehr. Ja? Der Pizzaofen, der trocknet die Dinger so dermaßen aus. Das war nicht gut. Da geht wirklich noch ein Schäufele. Aber beim Rest, muss ich sagen, waren alle begeistert. Ich auch von euch beiden. Und dafür gibt es 7 Punkte. In Düsseldorf ging es weiter mit Frank und seiner Sportsbar West.
So, Haxen Frank, jetzt gibt's die Punkte für dich, ne? Also, Sportsbar, das wird auf jeden Fall eingehalten. Wenn man reingeht, erkennt man sofort, wo man ist. Der Blick aufs Fußballfeld macht Bock aufs Bolzen. Du hast Leidenschaft, keine Frage. Das Umstellen finde ich toll, mehr Frische, Regionalität. Da müsst ihr übrigens drüber nachdenken, das war sehr international ausgelegt. Alles vom Gedanken her gut. Aber lieber Ingo, wenn du schon berätst, dann mach es ein bisschen greifbarer, mach es umsetzbarer. Bisschen weniger ist vielleicht mehr. Das haben wir die Woche wirklich gesehen. Trotzdem habe ich gut gegessen, sehr viel Öl im Spiel, aber trotzdem 8 Punkte. Dann kam Lars Gastgebertag in Essen. Hat sein Löwe an Tag 3 die Krallen gezeigt? So, lieber Lars, jetzt zu dir. Ne? Der Löwe, der brüllt. Ne? Bayern ist angekommen in Essen. Bisschen Rheinland war auch zu entdecken. Alles für mich in Ordnung. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich glaube, die Gruppe auch. Meine Roulade war toll. Vom Pferdefleisch ein bisschen was anderes. Da hat der Glühwein auch gepasst. Aber eine Gulaschsuppe mit Glühwein. Hey, Leute, hört's doch auf. Und wenn ihr dann Sauerbraten macht, mir eine Roulade mit Pferdefleisch macht, dann macht doch das bitte auch original. Finde ich. Aber trotzdem, gut gelaufen. Handbewegung sagt, es ist eine 8. Gestern lud Frank ins Ethos, das ist die Vereinsgaststätte vom Ethos Wedau in Duisburg. Ja, lieber Frank, jetzt kommen wir zu dir. Ne? Ich würde mal sagen, das ist das Traditionellste, was wir die Woche gesehen haben, das Ursprünglichste. Und ich teile die Meinung mit den Kollegen, es muss sowas einfach noch geben. Bei der Küche, hoffe ich, dass bald ein Koch kommt. Ne? Hollo, Bollo, Bernays, wie sie auch immer heißt. Und mein Schnitzel überbacken mit allen drum und dran. Das brauche ich so einfach nicht mehr. Aber trotzdem, du bist goldig. Deine Frau, liebe Grüße. Ne? Auch der Thekenkraft, ne? Der Tochter. Jetzt gibt es die Punkte. Leider nur 6. Aber am Ball bleiben und dranbleiben. Und wie hoch konnte der Dorfkrug in Gelsenkirchen bei dir punkten? So, lieber Kader, also zu dir und deinem Dorfkrug, es ist wirklich rustikal, es ist angenehm, es ist freundlich, es ist traditionell, hat mir richtig Spaß gemacht. Und liebe Grüße in die Küche nach Potsdam, der kann was? Eine richtig gute Grillhaxe. Und das Kraut war lecker und das Püree war lecker und ich habe Soße extra gehabt. Wow, ne? Dafür gibt es eine Handbewegung, die sagt 9 Punkte. Der NRW-Lokalpokal für die beste Sportgaststätte geht nach Gelsenkirchen in den Dorfkrug. Glückwunsch zu 47 Punkten. Yeah!